Den heutigen Whisky hätte ich vermutlich authentischer oder passender, ist vielleicht das richtige Wort, bei mir im Garten euch vorstellen sollen. Denn es handelt sich hier um den Necknien und ihr werdet dann schon merken, warum das ist. Es ist also alles Bio, Öko, Natur, sowas, ne? Nur ist es so, schön, dass ich eigentlich es zu tun habe, aber mir fehlt einfach die Zeit, da jetzt extra hinzufahren, denn ich muss heute noch einen weiteren Weg zum Tasting auf mich nehmen und habe schon gedacht, ob ich vielleicht das Video gar nicht machen kann, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle euch natürlich heute einen Whisky vor und leider habe ich keine Bilder oder einen Drohnenflug gefunden, aber ja, gleich geht's los. Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und ich führe euch heute wieder auf neue Wege zu einer neuen Destillerie. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere, vielleicht ist für den einen oder anderen auch was Neues dabei. Und zwar kommen wir zur Destillerie Necknien. Tja, eine Destillerie, die 2013 gegründet wurde und ja, komme ich ja nachher noch dazu, zu den Fakten der Destillerie. Was ich heute nur sagen möchte, ich habe hier zwei Flaschen da und werde aber trotzdem mal, weil ich von Necknien sogar Samples bekommen habe, das ist sogar das richtige Batch, was ich hier auch in der Flasche habe. Und das sind also mal 100 Milliliter, also das sind Samples, mit denen ich was anfangen kann. Ja, ich mache also jetzt kein Sample-Video, weil ihr seht ja die Flaschen dann auch hier. Ne? Habe ich ja schon immer gesagt. Und habe auch den New Make hier. Ich glaube, den werde ich auch mal probieren. Im Moment, da muss ich mal noch ein Glas holen. Moment, wie komme ich jetzt ans Glas ran? Im Etradauer schenken wir mal den New Make ein. New Make Organic Botanical Spirit. Stellen wir mal. Ja, guck mal nachher dazu. Und von dem Whisky schenken wir mal noch ins Masterblenderglas was ein. Vielleicht riechen wir da noch ein bisschen paar andere Aromen. Tja, wer öfter mal bei mir reinschaut, weiß, dass es vorher noch ein paar News gibt, die mich diese Woche so erreicht haben, bewegt haben. Aber dann noch mal kurze Reflexion zu letzter Woche. Also es ist natürlich ganz klar und es freut mich, wie ihr mitdiskutiert habt. Es ist natürlich ganz klar, dass jeder nach günstigen Flaschen schaut. Und es ist immer ein Mix natürlich, ne? Fachhandel vor Ort unterstützen. Wenn es jetzt aber zu hohe Preisdifferenzen sind, ganz klar online. Aber es ist natürlich schön, wenn man vor Ort mal was probieren kann. Und günstig einkaufen möchte ich auch. Deswegen, ich warte jetzt auf den Kerches von Laphroaig. Der ist leider bei mir noch nicht da. Viele haben da schon Lieferungen bekommen. Und heute war ich dann so auch ein bisschen negativ gestimmt, weil ich habe 95 Euro bezahlt, obwohl ich ja Friend of Laphroaig bin. Und ein anderer aus einer anderen Whisky-Gruppe, der hat gesagt, nö, wieso, meine Flasche hat 72 Euro gekostet. Da sag ich, warum? Ja, der hat echt einen Rabatt gekriegt, aber den hatte ich nicht. Und das ist einfach diese, wie will ich Ihnen sagen, so eine Ungleichbehandlung. Wir sagten ja, wieso kriegt der einen Rabatt? Na, also der hat jetzt nicht woanders sich einen besonderen Rabatt besorgt. Oder war ich zu blöd, die E-Mail zu lesen? Kann auch sein. Also wer es weiß, kann es ja mal drunter schreiben. Ich glaube, dann würde ich nochmal bestellen. Also das wäre schon, ja. Aber ihr merkt, das ist natürlich in jedem drin und ist ganz klar, dass man es gerne, wenn man nur 20 Euro sparen kann, warum nicht? Ne? Also da wäre jeder dabei. Tja, solange der Whisky atmet, möchte ich euch noch was sagen zu dieser Woche. Tja, diese Woche kam die Nachricht, dass es bald einen neuen Old Poultney gibt.
Und zwar mit einem Finish, den ich bei Old Paltney auch noch nicht bekommen habe. Denn letztes Jahr hatte ich euch ja vorgestellt, da gibt es eine neue Serie, die Coastal Series. Und da war es ja letztes Jahr ein Château de, oder ne, Pinot de Charentais. Und dieses Jahr kommt ein Port Finish in dieser Serie raus. Bin ich auch mal interessiert, denn es gibt mittlerweile viele Port Finishes. White Port, Ruby Port, Tawny Port, was das alles für unterschiedliche Einflüsse hat. Wer vor kurzem vielleicht die Glen Scotia Jubiläumsabfüllung sich geholt hat, war also Peated White Port. Ne? Und nicht alle White Ports sind immer gut. Wenn ich mal mich erinnere, letztes Jahr gab es, glaube ich, einen White Port von Glencadam. Der hat nicht so gute Kritiken bekommen und habe ich dann auch außen vor gelassen. Ne? Also alles kann ich ja auch nicht probieren. Ja. Die Destillerien produzieren weiter auf hohem Niveau. Es gibt viele Baugenehmigungen. Eine Baugenehmigung wurde erteilt für Milton Duff. Milton Duff habe ich vor einigen Jahren mal diese Abfüllung von Gordon MacPhail mit den Distillery Labels mal vorgestellt. Denn Milton Duff hat eigentlich keine Originalabfüllung. Es gab vor kurzem mal, entschuldigt, es gab vor kurzem mal, ja, vor kurzem, vielleicht 2, 3 Jahren mal eine Abfüllung als Ballantines, und Milton Duff produziert ja viel für Ballantines, einfach mal die ganzen Inhaltsstoffe oder Inhaltswhisky, nicht die Inhaltsstoffe, sondern die Inhaltswhiskys, mal einzeln abgefüllt hat und vorgestellt hat. Da gab es mal noch eine Originalabfüllung, aber ansonsten Milton Duff viele unabhängige Abfüller und viel in Blends vertreten. Und die Nachfrage ist gigantisch hoch. Man hat eine neue Destillerie geplant, wo dann in Zukunft 10 Millionen Liter produziert werden sollen. Jetzt aktuell ist man ja bei 5,5 Millionen Liter, so in etwa. Und so will es also quasi verdoppeln, die Kapazität oder die Produktionsmenge. Und was besonders ist und deswegen auch heute zum heutigen Thema passt, also mit Bio, Öko, Umweltverträglichkeit, Natur in Einklang und so. Man möchte dort auch autark werden oder ein Bio, also weniger CO2 oder die ganzen Vorgaben da erfüllen. Ja, und das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Eine weitere Destillerie, die in diesem Bereich Ökologie, Bio und sowas einen neuen Meilenstein für sich gesetzt hat, ist die Destillerie Balmenach. Balmenach habe ich noch keinen Whisky vorgestellt. Und zwar haben die jetzt gesagt, durch die Inbetriebnahme oder der Biogasanlage, die sie betreiben, sind sie jetzt energieautark. Lasst euch das mal sacken. Energieautark. Das wollen viele bei uns auch sein. Und es ist ja immer, man denkt immer, politisch ist es gewollt, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass die großen Energieunternehmen wirklich interessiert sind, dass wir energieautark sind. Das heißt, wenn ich mir alles aufs Dach haue mit Solar und würde ein ganzes Jahr über meinen Strom selber produzieren und könnten da speichern oder so, da verdient ja keiner mehr was dran. Das entspricht eigentlich gar nicht so dem wirtschaftlichen Gedanken, der überall hier existiert, ne? Ganz normal. Tja, bin ich mal gespannt. Also das ist ja schön, wenn das so ist. Ich weiß nicht, ob das das Ziel überall sein soll, energieautark. Ne? Also für mich wäre es ein schönes Ziel. Also ich meine, jeder Einzelne findet es gut. Aber stellt euch mal vor, ihr seid in so einem großen Energieunternehmen und das heißt dann, naja, also wir sollen dann nur noch Strom bereitstellen für die Phasen, wo es zum Beispiel keine Solarenergie mehr gibt. Und ansonsten speisen die alles ein und dann sind sie autark. Und warum? Wir müssen ja auch was verdienen. Ne? Also ihr wisst vielleicht jetzt, welchen Gedanken ich meine. Schön ist es, wenn sie energieautark sind. Und natürlich ist ganz klar, ich weiß jetzt nicht, wo liegt, oder Balmenach, so wird sie ausgesprochen, wo die liegt. Wenn die natürlich weit außerhalb in den Highlands von Schottland ist, dann ist klar, das ist schön, wenn du energieautark bist. Aber so generell vom Wirtschaftlichen her weiß ich nicht, ob das überall so das Ziel ist. Aber schön ist, wenn es jemand erreicht. Und weil ich gerade gesagt habe, es wird ja viel gebaut,
Eine Information habe ich auch bekommen, und zwar gibt es eine Destillerie, die in der Nähe von Stirling gebaut werden sollte. Die heißt Wolf Craig oder so ähnlich. Wolf Craig. Da ist auch Richard Patterson und so mit beteiligt. Die haben jetzt schon zum zweiten Mal eine Ablehnung bekommen. Ja, man denkt immer, ja, die Schottland, die bauen alle und jeder kriegt eine Baugenehmigung. Nee, nee, es ist nicht so. Der erste Grund war, dass es irgendwie nicht ins Landschaftsbild gepasst hatte. Dann gab es einen neuen Entwurf und wahrscheinlich hat es auch wieder den, welchen, also wen auch immer, hat halt nicht gepasst und jetzt suchen sie einen ganz anderen Standort. Also wahrscheinlich nicht in der Nähe von Stirling, sondern werden irgendwo anders hingehen. Ja, kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel der Blick auf die Burg, Stirling Castle, dass der verstellt war. Aber von den Zeichnungen, die ich gesehen habe, sah die recht gut aus. Aber naja, ist halt so. Aber es ist schon mal interessant und deswegen will ich es mal erwähnen, dass es also auch Ablehnungen gibt von Baugenehmigungen. Ne? Also die müssen schon wirklich Bedingungen erfüllen und deswegen ist es umso interessanter, dass also diese Destillerie Neknien 2013 gegründet. Ja. So hieß es, so heißt es überall. 2013 gegründet von Annabel Thomas. Und zwar aufgrund der Idee ihres Vaters, der gesagt hat: Mensch, wir könnten doch hier eine Destillerie bauen. Und ja, sie war vorher in einer Unternehmensberatung in London tätig und hat vermutlich gut verdient, die Familie wahrscheinlich auch gut situiert. Jedenfalls, also die haben riesen Ländereien, die haben da noch, also die haben auch ein Schloss, die haben Farmen, denen das gehört, auch eine eigene Kirche. Also wenn ihr mit den Filmen, ach so, da gibt es einen Film über diese Destillerie. Ich denke mal, die Verlinkung schaffe ich unten rein, wenn nicht am Sonntag, weil ich unterwegs bin, dann aber am Montag. Oder könnt einfach mal googeln oder bei YouTube oben eingeben. Neknin Distillery, da findet ihr sicherlich die Dokumentation von Arte und da seht ihr alles oder eine halbe Stunde direkt nur zur Distillerie. Ganz interessant. Aber jedenfalls geht es eben darum auch, dass da ist eine Kirche oder eine Kapelle, die sie umgebaut haben, renoviert haben. Tja, also da saß irgendwie das Geld überall locker und irgendwie. Jeder, der Geld hat, sagt jetzt auch, wir bauen auch eine Destillerie. Dann hat sie auch noch einen Anwalt aus London geheiratet und ja, hört sich immer so an, Anwälte müssen auch wahrscheinlich immer alle Geld haben. Na? Ja, also Augen auf bei der Berufswahl, sage ich mal so. Na, wenn du jetzt so Whisky-Verkoster bist, das ist natürlich ein hartes Brot. Ich will nicht jammern, ne? Das ist nur mal so ein Scherz. Ja, die Annabel Thomas hat also die Destillerie 2013 gegründet. Und hat dann also 2013 ihren Job aufgegeben in dieser Unternehmensberatung, hat für 4 Jahre auch irgendwie auch noch Geld gesammelt und wie auch immer und zwischendrin wahrscheinlich auch gebaut schon oder begonnen und auch weiterhin, ob das, aber es war aber kein Crowdfunding-Projekt, aber jedenfalls hat sie noch Gelder eingesammelt, also Investoren versucht anzuwerben, natürlich, wenn du vorher die Kontakte hast. Je nachdem, in welcher Branche sie tätig war oder so, es kommt ja auch auf Riesensummen an. Ne? Das ist ja, du kannst ja nichts machen, wenn du 10 Mann hast, die jeder mit 5.000 Euro dabei sind. Ne? Da kommst du nicht weit. Naja, jedenfalls hat es dann so geklappt, dass 2017 die Destillerie produzieren konnte und 2020 kam auch schon der erste Whisky raus. Den habe ich damals auch probiert und wir hatten damals auch eine Live-Schalte mit Miro, mit Jan, mit, ach, wer war denn noch dabei? Mit Ronny sicherlich. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Und haben da schon einiges probiert, waren eine ganz gute Abfüllung, aber ich habe noch nie die Destillerie im Video vorgestellt, deswegen mache ich das heute. Die Destillerie ist so ein kleiner Rebell, so wird es jedenfalls immer dargestellt, Frauen geführt. Nachhaltigkeit, Recycling, Biogäste, biozertifiziert, alles Mögliche. Annabelle selber sagt von sich, ja, sie hat es gar nicht so empfunden, dass, weil es immer heißt, Frauen geführt, ne?
Aber im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, das ist doch in unserer Gesellschaft jetzt nichts Besonderes mehr, dass man jetzt da sagen muss, ja, die Firma wird von Frauen geführt und das muss man ein bisschen aufpassen oder keine Ahnung. Ja? Genauso, also es ist doch irgendwie normal. Also es ist, finde ich jetzt nicht außergewöhnlich, aber scheinbar wird es immer wieder nochmal darauf hingewiesen, dass sie irgendwie in der Männerdomäne, in der Männerwelt, aber im Endeffekt, wenn du danach gehst, welche, was war denn bisher in den letzten Jahrhunderten keine Männerdomäne? Ja? Also, oder ist jetzt, eigentlich, wenn du jetzt Fernsehköche seht hier, ne, ob du jetzt, wie die alle heißen, bei den verschiedenen Sendungen, wenn da jetzt mal eine Frau dabei ist, geht dann eine Frau auch in die Männerdomäne oder ist es von der Sache her, dass Frauen eigentlich sonst, früher hat man immer gesagt, Frauen am Herd, ne? Ja, aber, ach, ich philosophiere jetzt vielleicht einen Quatsch, aber ich finde es jetzt nichts Außergewöhnliches, wenn eine Firma geführt wird von Frauen. Na, also, das wollte ich eigentlich jetzt damit nur zum Ausdruck bringen, war ein bisschen längerer Weg. Aber wo sie sich wirklich viele Gedanken gemacht hat, und das finde ich eben ganz gut, wo sie wirklich neue Wege geht, ist, dass sie zum Beispiel diese schönen Flaschen hier hat, die nur zu 100% aus recyceltem Glas wirklich hergestellt werden. Dann der Korken. Hier oben ist ja Holz, aber innen drin ist kein Kork, sondern das ist gepresstes Papier. Ne? Und das wird hier verwendet. Du kannst auch die Flaschen erwerben mit und ohne Verpackung. Hat dann auch einen Unterschied von, oh ja, ich sage mal 2, 3 Euro. Ich persönlich würde natürlich immer diese Verpackung mitnehmen, weil ich diese Woche selber auch wieder erlebt habe, dass zum Beispiel die Lieferung von Springbank kaputt gegangen ist, also eine Flasche, weil eben keine Verpackung mehr drum war. Und die anderen, die drin waren, na, die sind geschützt. Dann hat man hier auch so eine leicht grünliche Flasche. Also wenn die leer ist, ist sie trotzdem noch leicht grünlich, obwohl man jetzt so denken würde, sie wäre weiß. Na, schön bemalt mit, jetzt auch wieder, ökologisch, Wasserfarben. Deswegen weiß ich nicht, wenn man die in der Spülmaschine, aber aus welchem Grund soll man die Flasche in die Spülmaschine tun? Blödsinn. Ja. Dann machen sie verschiedene Single-Cask-Abfüllungen. Die sind aber dann aus blauem Glas. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sieht im Hintergrund oder weiß irgendwie hier vor. Aber jedenfalls ist das dann bläuliches Glas. Und wie gesagt, mir gefallen die Flaschen sehr, sehr gut. Hab daheim, also wie schon, zwei leere auch stehen. Und ja. Jetzt wollen wir mal noch weiter über die Destillerie reden. Also, was produzieren die? Die produzieren 100.000 Liter Alkohol im Jahr, füllen ab in Bourbon Cask, in Oloroso Cask und in Rotweinfässer. Und das ist jetzt wieder so eine Geschichte, machen viele neue Destillerien irgendwie. Ich erinnere nur an Raasi. Raasi, also die eine Destillerie, also die Insel ist ja zwischen Festland und Isle of Skye. Und ja, die machen auch viel mit Rotweinfässer. Ist wahrscheinlich jetzt so in, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, dann verwenden sie Biogerste. Sind destilliert oder Verwendung wird nur erneuerbare Energien verwendet. Also, ne, das wird also gemacht. Sie sind jetzt nicht autark. Na, aber CO2, sie haben also durch die ganzen Geschichten einen 40-prozentigen weniger Belastung der Umwelt und CO2-neutral sind sie aktuell. Na, also es gibt so viele Informationen, manchmal überschneidet sich's und ich weiß nicht genau, was jetzt so richtig passt. Übrigens steht das auch auf der Flasche drauf. Also nur biologische schottische Gerste, Small Batch Whisky, also klar, wird in kleinen Batches abgefüllt, jedes Mal nur 11.000 Flaschen und dann kommt wieder ein neues Batch. Hat mittlerweile auch so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt, aber immer zu wieder Neuankündigung vom Importeur, ja, neues Batch ist wieder da, neues Batch ist wieder da. Im Endeffekt sind die ja ähnlich. Ne? Natürlich gibt es kleine Unterschiede, will ich gar nicht sagen, ganz klar. Ne? Was wollte ich noch sagen hier? Und also 100% erneuerbare Energie und 100% recycelte Flaschen. Könnt ihr also alles nachlesen. Ist interessant. Ich finde die Form auch recht schön. Auch die Optik wirklich ansprechend gemacht.
Fermentationszeiten sind 65 bis 115 Stunden. Könnte also zitruslastig sein, der Whisky. Also von, sagen wir mal, von nussig bis blumig zitruslastig. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier verkosten. Und ja, soweit zur Destillerie. Nee, noch nicht ganz. Warum heißt die Destillerie eine Knien? Und da hat man, oder ist Annabelle irgendwie auf eine alte griechische Gottheit gestoßen. Die war damals die Beschützerin der Natur und ist auch ihren eigenen Weg gegangen, wahrscheinlich gegenüber den anderen Göttern, die es eben damals im alten Griechenland gab. Den Namen dieser Göttin, den kann ich nicht aussprechen. Vielleicht kann ich, schaffe ich es, das einzublenden, aber ich glaube es eher nicht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber den verkürzt oder da ist man dann irgendwann auf Neknien gekommen. Ne? Also die irgendwas hinten mit Hain wieder. Ach, ich weiß wirklich nicht, wie diese Göttin hieß. Wenn ihr das Video anguckt oder vielleicht mal nachlest auf der Internetseite, es ist jedenfalls abgeleitet von einer alten griechischen Göttin, die Beschützerin der Natur. Ja. Eine andere Information, die ich noch dazu gefunden habe, bei der Projektion, bei der Erstellung hatten sie also wirklich eine ganz gute Hilfe und zwar, entschuldigt, das war der Dr. Jim Swan, der also die Destillerie mit entworfen hat, auch für die Brennblasen gesorgt hat, auch gesagt hat, okay, wie müsst ihr das machen? Und die haben dann auch experimentiert, verwenden zum Beispiel mehrere Hefen. Ich hatte mal gelesen von zwei Hefen. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch mehrere Hefen, mit denen sie experimentieren. Eine Hefe sorgte für den blumigen Charakter und die andere war eine traditionelle Hefe. Und dann habe ich was gelesen, dass sie eben auch Champagnerhefen mitverwenden. Tja, aber dieser Dr. Jim Swan ist ja leider, leider dann 2017 verstorben. Das heißt, der hat jetzt danach gar nicht mehr mitgekriegt, was jetzt alles daraus geworden ist. Und irgendwie kam mir das total bekannt vor. Und habe deswegen extra mal bei Wikipedia einfach mal nachgeschaut, Jim Swan. Ja, der war natürlich eine Größe in der Whisky-Industrie und hat vor kurzem, habe ich ja erst über diesen Menschen erzählt, deswegen war es mir in Erinnerung. Und er hatte auch geholfen bei M&H Distillery, ne? Milk and Honey Distillery in Israel. Das habe ich euch ja vorgestellt. Und da war er auch beteiligt, auch wie bei verschiedenen anderen, die fallen mir jetzt gar nicht alle ein. Doch, Penderyn fällt mir noch ein, also eine Distillerie in Wales. Und ja, die anderen fallen mir nicht ein. Also da war wirklich eine Koryphäe und hat, also bei Neknin, einen sehr guten Fußabdruck hinterlassen. Ne? Leider konnte er alles nichts mehr testen. Naja, so ist es manchmal im Leben. Jetzt kommen wir zum Whisky. Wie gesagt, alles ökologisch. Natürlich ist er deswegen auch nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert und mit einer wunderbaren Trinkstärke von 46% abgefüllt. Das steht bestimmt, oh ja, es steht auch drauf. Ne? Aber hier, ich will euch nochmal die Flasche zeigen. Ja. Und die Badges, die seht ihr immer hier oben. Da gibt es vielleicht das eine oder den einen oder anderen Unterschied. Meistens werden aber doch wirklich hier American, also Ex-Whiskyfässer verwendet. American Oak, Bourbon Whiskey Cask. Dann Oloroso, aber relativ wenig. Also ich habe, glaube ich, bei dem hier gelesen, war es 12% Oloroso-Whiskyfässer, die mit verwendet worden sind. Und dann STR Wine Cask. Das heißt also nochmal shaved, toasted and rechart Cask. Das heißt also nochmal aufbereitete Weinfässer. Also hast du jetzt nicht so den gigantischen Weincharakter mit drin, sondern das sind aufbearbeitete Fässer, die nochmal reaktiviert werden quasi. Ne? Bei den verschiedenen Sonderabfüllungen. Deswegen eigentlich hätte ich diesen Huntress, den ich hier habe, Huntress 2023,
Den hätte ich vermutlich gerne auch noch probiert, aber da war mir jetzt die Flasche einfach zu teuer, um den einfach so zu öffnen. Denn der kam raus für 99 Euro. Letztes Jahr hatten sie mal noch einen anderen, den ich probieren konnte. Und zwar war der auch, das war der Quiet Rebel, nennt sich da manchmal so eine Serie. Und das war der Lorna. Und das, Lorna ist eine Mitarbeiterin in der Destillerie und die hat damals gesagt, ach, ich mag gerne diese Wein-Cask-Finishes. Und da war damals auch Pinot de Charente Whisky Reifungen mit enthalten. War ein sehr, sehr guter Whisky. Hat mir gut gefallen. War auch nicht ganz so teuer, nicht 99, sondern ich müsste jetzt mal lügen, vielleicht hat er 70 Euro gekostet. Die Flasche hier kostet im Durchschnitt 55 Euro, 59 Euro habe ich auch schon die neueren Abfüllungen gesehen. Also wir müssen hier knapp unter 60 Euro rechnen, obwohl es natürlich junge Whiskys sind. Deswegen ist es wichtig, mal sehen, was jetzt da vom Geschmack hier reinkommt. Tja, und dann wollen wir uns diesen mal zu Gemüte führen. Der braucht auch wirklich ein bisschen Zeit im Glas, also lasst ihm echt ein bisschen Zeit. Und dann habe ich hier in der Nase schon wieder so ein bisschen Zitrusfrüchte mit drin, die dann übergehen in weiße Pfirsiche oder in diesen blattgedrückten Pfirsiche. Grasig. Ja, Zitronenglas, würde ich jetzt mal sagen. Auch eine gewisse Frische, wie man sie so von Blütenbäumen kennt. Also ich sag mal, Kirschbaumblüten sind auch sehr aromatisch. Apfelblüte, sowas in der Art. Ich habe jetzt eigentlich eher auf so wirklich blumige Aromen gewartet. Aber wie gesagt, die sind relativ dezent. Und für mich kommt jetzt hier bei dem hier, bei dem Batch, schon eine ziemlich deutliche, würzige, frisch gesägte Holznote mit rein. Mal sehen, ob ich das im Arbeitsglas, also im Masterblenderglas, auch so empfinde. Nee. Was mich jetzt wundert, hier komme ich eher Richtung Apfel. Apfelaromen. Vielleicht sogar Aprikose. Hier ist das Holz jetzt gar nicht, die Würze gar nicht so deutlich in der Nase. Und auch Alkohol wunderbar eingebunden. Also da muss ich echt sagen, ziemlich sanft für die Nase, was ja hier im Masterblenderglas oftmals eher deutlicher ist. Also wie gesagt, die Eichenwürze, frisch gesägtes Holz für mich. Die ist hier im Glencairnglas für mich etwas deutlicher. Oder, wie will ich jetzt sagen, vielleicht frisch gesägtes Holz ist fast zu viel, aber es ist wie kernige Weintrauben. Also die sind noch ein bisschen sauer und irgendwie riechst du das vorher manchmal schon. Eine Weintraubensäure finde ich jetzt hier. Richtiges Kernobst. Also, dann wollen wir jetzt auch mal probieren. Slange. Deutliche Würze, merkt man. Leicht.
astringierend. Das heißt also, wird kurz mal etwas trocken im Mund. Aber jetzt regt er total den Speichelfluss an, ist schön ölig. Aber vom Geschmack her muss ich immer wieder sagen, was habe ich noch mit drin? Es ist eine gewisse Bonbonsüße mit drin, aber von Kräuterbonbons. Für mich. Also wie gesagt, immer alles nur für mich. Wie will ich denn diese Süße beschreiben? Das ist ja wieder so eine Honigsüße, aber Kräuterhonigsüße. Sowas in der Art. Ja, ja, cremig. Auf alle Fälle. Und jetzt habe ich ja heute hier die Besonderheit, dass ich hier noch den New Make habe. Und den New Make möchte ich jetzt doch mal kurz probieren, weil ich das noch nie gemacht habe. Und der ist aber auf 40% reduziert. Na? Du hast den also nicht in voller Stärke gebracht, also meine Gesundheit keine Angst haben. Und ich muss sagen, dieser New Make, oh, ist der herrlich. Also die produzieren ja auch Gin. Den habe ich noch nie organisiert, aber ich glaube nach diesem New Make sollte ich mir vielleicht mal den Gin besorgen, weil ich liebe im Sommer ja Gin Tonic. Oh Gott, wie gut riecht der denn? Da, also ich will mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich muss ja fast sagen, es ist ja fast schade, dass dieser wunderbare Geruch beim Whisky durch diese Eichenwürze hier übertüncht wird. Ich habe hier sowas Schönes, eine schöne Süße. Wie so eine. Oh, ist das herrlich. Also. Schön weich, wunderschön. Blumig. Der ist jetzt blumig, das muss ich echt sagen. Wunderschön. Oh, ich glaube, wenn der zu lange. Ich glaube, der. Wenn der zu viel Eiche annimmt, ist das vielleicht gar nicht so gut für den. Also herrlicher New Make. Ähnlich wie, erinnert mich an Benriach. Benriach war auch so, da hat man den New Make probiert mit 69,2 oder 4%. Da war schön blümig, weich, süß. Und die alten Benriach-Abfüllungen, wenn man die auf der Zunge hatte, die waren immer relativ kräftig vom Alkohol, auch bei 46%. Da musste man sich immer erst an den Alkohol gewöhnen und dann konnte man die ganzen anderen Aromen spüren. Und da war ich damals schon überrascht. Und mal sehen, wie der schmeckt, Slange. Aber ich wollte es euch nochmal zeigen, wie schön ölig der am Glas runterläuft. Wunderschön. Auch schmeckt mir der New Make gut. Wie gesagt, 40% ist eine feine Geschichte. Also da bedanke ich mich bei der Destillerie Necknien, dass ich da wirklich in der engeren Auswahl war und verschiedene Proben mit beurteilen darf, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den New Make bisher noch nie probiert. Das ist wirklich heute Premiere. Oh, herrlich. Also der New Make gefällt mir fast besser als der Whisky. Naja, du merkst natürlich, dass hier noch ein bisschen was reingekommen ist, aber dummerweise musst du aufpassen, wenn der Whisky jetzt länger die Holzwürze annimmt, geht eher das Blumige, was ich hier im New Make habe, ein bisschen verloren. Das, von dem Ergebnis muss, habe ich jetzt auch heute nicht gedacht, dass es so rauskommt. Aber ich habe vorhin, als ich das
Also ich wusste, dass ich das Sample habe und ihr habt es ja gesehen, vorhin, als ich es eingeschenkt habe, ich habe das schon einmal probiert oder zweimal. Und ich kenne ja den Neck nie und ich mag den ja. Habe den ja zu Hause schon leer. Aber und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich doch eigentlich noch den New Make habe. Da habe ich gedacht, ach, den nimmst du mal im Video mit rein. Ja, obwohl ich jetzt diese blumige Note wieder spüre, die ich aus dem New Make mit drin habe. Aber je länger ich die Nase und je tiefer ich die Nase drin habe, desto mehr kommt wieder Richtung Eiche. Ich glaube, die sollten mal vielleicht nur Bourbonfässer verwenden. Und vielleicht 10% Oloroso, das schadet ja meistens nichts. Naja, gegenüber dem New Make merkst du hier, ist es schon komplexer. Durch diese ganzen Fasseinflüsse, die jetzt kommen, ist er eben, der New Make ist eher etwas süßer, etwas blumiger und dann ist es schon vorbei. Aber der Whisky ist schon wirklich ansprechender im Geschmack, muss ich echt sagen. Was in der Nase mich ein bisschen abhält, ist einfach diese grünen Weintrauben oder diese. Ja, frisch gesägte Holzgeschichte. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Aber an sich, wie gesagt, ich mag den und möchte gerne mal wissen, habt ihr den schon probiert? Was sagt ihr zu Necknien? Ist es euch wichtig, dass die Destillerien eben auch auf diese ökologische Wirtschaftlichkeit da achten? Und ich muss sagen, mit diesen 3, 4 Jahren, viel älter wäre er ja nicht, vielleicht ist er jetzt mal 5 oder 6 Jahre alt. Kann jetzt alles sein, ne, mittlerweile. Übers Alter schweigt man sich noch aus, aber da kann mithalten. Jetzt kann er, mit was kann er mithalten? Ich sehe jetzt nochmal die Flaschen von letzter Woche bei mir in der Sichtweite hier, Old Moor und Tomatin. Da kostet er natürlich einiges mehr. Ne? Denn wie gesagt, Old Moor Tomatin, die waren so bei 42, 45 Euro. Und hier haben wir mindestens 10 Euro mehr, 15 Euro mehr, prozentmäßig aufgeschlagen ist es 20% mindestens mehr. Oder 25% sogar. Ja, gut, aber die neueren Destillerien sind ja selten mal unter 50 Euro zu bekommen. Von der Seite her, naja, haben wir uns damit abgefunden, vielleicht. Aber schön. Ach, ein schöner Whisky ist es auf alle Fälle. Gefällt mir ganz gut. Kann ich euch ans Herz legen. Könnt ihr probieren. Ist auf alle Fälle ein guter Whisky. Also fürs Geld. Klar wäre es schöner, wenn der 10, 15 Euro weniger kosten würde. Aber die ganzen Anstrengungen scheinbar. Möchte man oder muss man damit honorieren? Ich bin zufrieden, würde den mir auch immer wieder hinstellen und in Laden stellen, sage ich auch dazu. Ehrlich gesagt, ich bin echt interessiert an diesen Huntress. Ich überlege noch, wann ich den mal öffne. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt jetzt die warme Jahreszeit und hoffentlich könnt ihr wenigstens in den Garten gehen und dort genießen. Vielleicht auch mit einem Necknien. Bleibt auf alle Fälle gesund. Macht's gut, euer André.